Tecklenburg. Das kleine Städtchen liegt am Rande des Münsterlandes im Teutoburger Wald. Bekannt ist es vor allem für seine Freilichtbühne. Jeden Sommer kommen unzählige Menschen nach Tecklenburg, um Stücke wie Das Dschungelbuch oder Dr. Chivago zu erleben. Aber auch im Winter lohnt sich ein Besuch. Die Stadt ist geprägt von liebevoll restaurierten Fachwerkhäusern aus dem 16. bis 18. Jahrhundert. Eine historische Burg gibt es auch hier. Von oben bietet sich Besuchern ein toller Ausblick auf den Ort. Ein Highlight in Tecklenburg ist auch der Besuch des Wasserschlosses Haus Mark, das für seine Schlosskonzerte bekannt ist. Und auch Museen gibt es hier, zum Beispiel das Otto-Modersohn-Museum, das Kulturhaus oder das Puppenmuseum. Traditionelle Veranstaltungen in Tecklenburg sind der Geranien- und der Leinenmarkt, aber auch das Weinfest und jetzt zur Weihnachtszeit der Altstadtzauber. Der findet am zweiten Adventswochenende statt. Das war ein Ausflugstipp aus dem Münsterland. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, hier unten geht's zur ganzen Folge. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und vergesst auf keinen Fall, Checkpot zu abonnieren.